Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ja, mein Handy mag gerade nicht. Ich bin gefragt worden, weil ich letztens Washi-Tape gezeigt habe, ob es wohl nicht möglich wäre, dass ich mal was zeigen könnte mit Washi-Tape. Und nachdem ich diese Washi-Tapes, die gab es vor einiger Zeit mal bei Action, alle mal testen wollte, habe ich mit der eine Karte gemacht und ich habe mit denen hier eine Karte gemacht. Aber ich mache mit euch zusammen auch nochmal eine. Genau, aus diesem Washi-Tape ist diese Karte geworden. Ich glaube, ich mache mal das Licht an, weil die ist richtig genial. Und zwar, so schaut sie so aus und je nachdem, wie man sie bewegt, ist die, ja, also ich finde sie mega. Also die schaut in Natura wirklich richtig cool aus. Das Happy Birthday ist von Efco. Ich habe das, embossed. Und das hier ist aus einem Standset, auch von Action. Und ich fand das so schön. Und dann habe ich mir gedacht, das passt perfekt. Dann hatte ich diese Karte, wie gesagt, mit diesem Washi-Tape. Langsam. Mit diesem Washi-Tape. Und habe ein Liebesgrüße drauf gemacht. Und ich zeige meiner Tochter immer alle Karten. Und sie fand die so mega niedlich, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt eine zu ihrem 18. Geburtstag, weil wie gesagt, sie hat nächsten Monat, wird 18 und ich wusste nicht, welche Karte ich genau machen sollte und das ist perfekt und aus dem Grund machen wir jetzt so eine. Ich habe auch schon was hergerichtet, eine Grundkarte, die ist, wieso 16? Nee, 15, sorry, 15 mal 10,5 sollte sie sein, genau, 10,5. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar an alles Gute und eine 18. Nachdem ich mit den Buchstaben keine Nummern habe, habe ich jetzt aus den Action-Stanzen, die gab es auch mal vor etlicher Zeit, so große Zahlen und die werde ich jetzt verwenden. Und da machen wir jetzt, wie gesagt, eine Karte zusammen. Ich habe hier einen ganz normalen Kartenaufleger. Der ist 10 x 14,5, genau. Den habe ich jeweils einen Zentimeter kleiner gemacht. Und ich mache keine Karte zweimal. Also bei mir schauen alle unterschiedlich aus. Wenn sie gleich sind, dann sind die Farben unterschiedlich. Aber von Farbe, Form und Ausschauen werden sie nie gleich sein. Und die hier habe ich ein bisschen kleiner gemacht. Ich glaube, die müsste, also die hier hat 14, dann hat es 13,5 mal 9,5 hier der Aufleger. Und weil ich noch ein bisschen Platz hatte, mir gefällt es gerade zur Zeit, habe ich mit dem Fineliner hier außen rum so einen Rand gezogen. Genau, das habe ich bei beiden gemacht. Weil es gibt manchmal, machen welche so eine mit Hand gezogene Linie. Und ich wollte es jetzt einfach mal mit dem Geodreieck, habe ich die gezogen. Und ich finde, das macht auch was her. Genau, also wie gesagt, einen Kartenaufleger. Ich laber schon wieder 14,5 mal 10. Genau, perfekt. Und da fange ich da oben links im Eck an, weil es gibt ja wie gesagt auch Bastelanfänger unter euch und die wissen manchmal nicht, was man mit manchen Sachen tun kann. Und das ist jetzt eine Idee von mir mit Washi-Tape, aber es gibt noch eine zweite. Da weiß ich aber nicht, ob ich das diese Woche noch hinkriege, weil ich muss noch für die Kooperation noch ein Video machen. Und ja, wir gucken mal. Ich habe jetzt bei den Karten Klebeband unten drunter gemacht. Gerade bei dem, weil ich nicht wusste, ob das klebt. Und zwar habe ich da von Wesson Creative doppelseitiges Klebeblätter. Die sind in A4 groß. Habe das dann drauf gemacht und habe dann erst das Washi-Tape drauf. Wir werden das jetzt auf jeden Fall ohne machen, weil ich glaube, dass das noch relativ gut klebt. Genau. Wie gesagt, ich fange oben in der Ecke an. Schneide es dann ab. Und lasse aber überall ein Stückchen Rand. Und ich zeige euch gleich, warum. Wie gesagt, da kann man ganz tolle Karten machen und man kann da richtig viel Washi verbrauchen. Und das ist ja meine Intention eigentlich. Ich glaube, ich muss mal aufstehen. Ich muss das gerade im Stehen machen, weil ansonsten sehe ich das nicht. Man könnte
einen Rand lassen dazwischen, also so einen kleinen Zwischenraum. Ich finde es aber gerade momentan schön, wenn man das nacheinander hinklebt. So. Wie gesagt, da kann man alle Art von Washi-Tapes hernehmen und nachdem die nicht mehr so kleben, nicht mehr so gut manche, weil je älter sie werden, desto mehr lässt die sag mal, was ist denn heute los? Desto mehr lässt die Klebekraft nach. Jetzt aber heile Welt. Genau, wie gesagt, ich setze das ganz dicht an den anderen hin und schaue, dass es hier miteinander abschließt. Das schließt nicht ganz ab, deswegen machen wir noch ein bisschen weiter. Seht, ich bin gerade konzentriert. Unsere Glocken läuten auch. Ich habe es wieder vergessen, das Fenster zuzumachen. So, der Grund, warum ich da so ein Stückchen stehen lasse, ist, ich knicke das nach hinten um. Ich muss schauen, ob ich im Bild bin. Damit sich das Washi-Tape nicht mehr lösen kann. Und so wird es dann gleich zusammen mit dem Aufleger auf die Grundkarte geklebt. Genau. Halt. Das müssen wir nochmal abmachen. Moment. Das habe ich nicht richtig rumgeklebt. So. Jetzt hat. Genau. So, und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ich muss nochmal schauen, in welche Richtung ich angefangen habe. Ich habe in die Richtung angefangen. Das heißt, wir müssen es so weitermachen. Ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht allzu laut, weil ich genau am Handy bin. So. Ich sage jetzt einfach mal gar nichts. Und so kann man halt wirklich ganz schnell und relativ viel Washi-Tape verbrauchen. Und ich habe so viel, deswegen werden da noch ganz viele Karten folgen. Aber ich zeige euch nicht, wie man die macht, sondern ich zeige euch dann nur die Ergebnisse, falls es euch interessiert. Ja. Und das ist halt auch, wenn man es jetzt schon so ein Stückchen stehen lässt, gut zur Fixierung, damit es nicht verrutscht. Nachdem das die Karte für meine Tochter zum Geburtstag wird, möchte ich auch, dass sie schön wird. Weil, wie gesagt, ich zeige dir immer meiner Tochter die Karten und dann kriege ich immer ein Feedback von ihr, ob sie gut sind oder ob sie nicht gut sind oder ob sie gefallen, weil sie hat eigentlich den fast gleichen Geschmack. Und ich finde die Viecher, ich weiß gar nicht, sind es Alpaka? Ich glaube, es sind Alpaka und sie liebt Alpakas. So, halt andersrum. Ich habe jetzt schon anders angefangen, dann müssen wir auch anders weitermachen. Man kann es auch abreißen, wie gesagt, aber... Und da ist noch nicht ganz an dem anderen dran. So. Wie gesagt, man könnte da auch einen Platz freilassen. Man könnte auch nur auf die halbe Karte was drauf machen. Stimmt, das hätte ich auch noch machen können. Auf eine halbe Karte. Na egal, ich mache es jetzt so drauf. Wie gesagt, wenn man das alles, wenn man unten angefangen hätte, seht ihr das? Wenn man hier unten in der Ecke angefangen hätte und hätte sich nach oben durchgearbeitet und hätte dann vielleicht das Stückchen hier oben freigelassen, dann hätte man hier auch noch was draufkleben können. Aber ich finde, wie gesagt, mit dem schwarzen Hintergrund, die Schrift finde ich eigentlich recht gut. So. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, schneller spulen. Ich werde jetzt aber erstmal die Seiten wieder festkleben. So.
müssen wir noch ein bisschen kürzer schneiden. Zum ersten Mal das da umknicken. Und dann sehe ich gerade, das ist auch noch ein bisschen zu lang. Wir haben auch noch ein bisschen kürzen. Tut gerade mein Kreuz weh. So. Genau. Wie gesagt, dann geht das Washi-Tape auch nicht mehr so schnell ab. Die Seite, dann machen wir die Seite noch und dann machen wir noch den Rest. Genau, dann kommt wieder das hier. Und je breiter die Washi-Tapes sind, desto schneller ist halt die Karte fertig. Und man könnte auch jetzt Regenbogenfarben machen. Ich habe auch noch Regenbogen-Washi-Tapes da. Die können wir dann, mache ich auch mal eine. Dann zeige ich euch die, wie gesagt, am Schluss. Ja. So. Da ist jetzt ein bisschen Zwischenraum, der will irgendwie nicht weggehen. Anscheinend habe ich das oben drüber so ein bisschen zu dicht geklebt. Ja, aber das ist egal. Na, obwohl, vielleicht ist es doch nicht egal. Wie gesagt, das ist für meine Tochter und da will ich es schon ordentlich haben. Jetzt, ich habe da so einen kleinen Monk in mir. Vielleicht kennt der ein oder andere das, dass man das immer dann... Also manchmal versuche ich, da drüber wegzuschauen, aber wie gesagt, ich bin da so leider perfektionistisch veranlagt. Achso, jetzt habe ich das Licht angelassen, gell? Na egal. So, dann machen wir erstmal die hier wieder rum. Das werde ich hier so ein Stückchen einschneiden. Dann kann man nämlich die eine Seite hier umlegen. Und dann hier noch ein Stückchen gerade schneiden. Und dann kann man das so umlegen. Ich denke, der ein oder andere, wie gesagt, wird das wissen, wie man Washi-Tape verarbeitet, aber es gibt ja auf meinem Kanal, wie vorher schon erwähnt, auch Neulinge und denen möchte ich auch eine Inspiration geben. So, das Breite, mal schauen, ob das noch einmal drauf geht. Da ist es auf jeden Fall noch ein Stückchen drauf gegangen. So. Perfekt. Dann können wir die gleich wieder auf die Seite legen. Und ich finde halt die Alpakas, finde ich echt niedlich. So. Jetzt setze ich mich wieder hin. Kleinen Moment. Dann brauche ich noch meinen Kleber. Das sollte eigentlich jetzt fast drauf passen. Genau. Man könnte jetzt auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Aber ich werde das, glaube ich, jetzt mit dem festkleben. Damit es besser hält. So. Da
Also ein paar Ideen habe ich noch mit dem Washi-Tape. Da werden dann noch ein paar Videos kommen, aber wie gesagt, ich habe jetzt erst noch ein paar andere zu machen. Das Kooperationsvideo müsste noch abgedreht werden. Das letzte. Mit der Box und mit dem Brautpaar. So. Schaut relativ mittig aus. Kurz warten, bis angezogen ist. Weil bei mir verschiebt sich es manchmal noch. Ich dachte, ich hätte es verkehrt rum drauf geklebt. Also bevor ihr den Aufleger drauf klebt, immer noch mal schauen. Weil das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich dann verkehrt rum drauf geklebt habe. Genau. So, wie gesagt, ich habe da schon was vorbereitet. Einmal eine 18. Die werden wir, ich werde mal versuchen, die mittig hinzukleben. Erstmal hinlegen. Ja, so sollte es eigentlich mittig sein. Oder, was meint ihr? Ah, ein bisschen runter vielleicht noch. Ja, so sollte es eigentlich passen. Und dann kommt noch alles Gute. Wie gesagt, ich habe schon alles vorbereitet, weil das ist immer so eine Ewigkeitsarbeit. Ah, ihr könnt mal schauen, ob ich das Gute vielleicht hier unten noch hinmache. Oder ob ich das in diese Reihe reinmache. Ich glaube, ich mache das in die Reihe rein. Wir machen das alles nebeneinander. So, einmal. Halt. Wie gesagt, ich werde das so ein bisschen erhöht aufkleben. Na. Nicht wieder verrutschen. Noch ein bisschen weiter. Ne, es klebt schon. Dann lassen wir das so. Genau, das ist jetzt die Karte für meine Tochter zum Geburtstag. Wie gesagt, sie schaut nicht so nicht gleich aus wie die andere, weil so mache ich das nie. Und ja, das sind jetzt meine Ideen mit Washi-Tape. Wie gesagt, da kommen noch ein paar hinterher. Und ich muss sagen, die Karte gefällt mir momentan wirklich am besten, weil dieses Holographische, so schaut sie halt unspektakulär aus. Und je nachdem, wie man sie bewegt, ja, schon cool. Genau, ich wünsche euch jetzt allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.